kommt nicht in Frage. Axt, Großmeister. Oh, das ist doch der Drache. Wormtrax der Herzlose. Noch vor kurzer Zeit hat sich unser örtlicher Drache Wormtrax der Herzlose mit seinen Überfällen auf die Hügel im Süden beschränkt und dabei unsere Schafe, Hoftiere und streunende Hunde gefressen. Aber in letzter Zeit hat er Geschmack an elfischem Blut gefunden. Deswegen jagt er jetzt auch uns. Sieht nicht so wie ein Elf aus. Falls ihr euch ihm gegenüberstellen wollt, seine Höhle ist nördlich von hier. Etwas westlich von der Söldnergilde in den Bergen. Aber er ist nicht immer da. Seid vorsichtig, er ist sehr mächtig. Ja. Okay. Plattenexperte. Oh, praktisch. Dekien Schmiedestahl, Meister der Plattenrüstung, lebt in Erasia. Ups. Das da wird die Söldnergilde sein, hm? Ja, nee, da wollen wir jetzt erstmal nicht rein. Rüstung und Training. Brauchen wir Training? Nein. Wir bräuchten eigentlich eine Taverne. Guten Tag. No. Zauberpunkte. Also das hier sieht schon mal schick aus, aber ich glaube, die meisten haben das schon. Auf Wiedersehen. Oh. Good as new. Erlaubt er sich. Du hast regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Du hast plus 9 Zauberpunkte. Und es wären nur 2 Rüstungen mehr. Also nö, wir kaufen diesen komischen Drachenhelm nicht. Hm. Keine Taverne? Keine Taverne. Schildmeister. Das fehlt noch was. Was fehlt denn? Genug Punkte. Ja, okay. Dann schlafen wir einfach hier auf der Straße. Mitten im Schnee. Und im Matsch. Auge. Fackellicht. Also Norden meinten sie und Westen. Was hätten wir noch gerne? Wir hätten noch gerne Heldentum. Wir hätten noch gerne Schild. Jetzt hätten wir gerne Drachenhöhle. Oh, das sieht doch schick aus hier. Trollblut. Erz. Mana-Klumpen. Noch mehr Erz. Mana-Klumpen. Ah, wären Trolle? Ja, es sind viele Trolle. Ich laufe einfach mal durch. Ich will euch gar nicht töten. Ich will nur ganz schnell hier durch. Und da hinten sieht das wie eine Drachenhöhle aus. Weg, 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 weg. So. Also los, gehen wir rein. Ja, wir sind drin. Ich sehe nur noch keinen Drachen. Das ist viel zu... Oh, da ist ein Drache. Hallo, Wormtrax. Wir haben einen Schadenspunkt verursacht. Oh, 50. Lunera fügt einen Schadenspunkt zu. Lunera fügt 11 Schadenspunkte zu. Oh. War ja mit dem Aus... Oh. Ich wollte gerade sagen, mit dem Ausweichen klappt das eigentlich ganz gut. Dann wurde Talana einmal getroffen. Du heil nochmal, Talana. Hey, das geht. Das geht, das geht, das geht. Eine Breitseite abfeuern, einigermaßen ausweichen. Oh. Nicht zu nah rankommen. Au, 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 au. Heilen. Heilen. Nicht genug Zauberpunkte. Oh. So, wo bist du? Da bist du. Schaut's bei dir aus? So, 60-70% hat er schon. Hat er noch. Und nur ein näheres K.O. Wir brauchen... Oh. Wir müssen zwischendurch mal reparieren. Und er spricht immer noch Englisch. Kraft 3. Nee, komm. Die perfekte Mischung. Die perfekte Mischung. So, das kriegt mal er, damit er zwischendurch heilen kann. Genau. Was haben wir noch Schönes? Lähmung heilen, Krankheit heilen. Bringt nicht so viel. Die perfekte Mischung. Heiltrank. Sie braucht allerdings noch ein, zwei Mana-Tränke. So. Da hätten wir gerne dich. Und das bringt ja fast gar nichts. Dich und dich und ganz viel trinken. So. Wo bist du? Da bist du.
Ich hoffe, er bringt jetzt nicht aus Versehen jemanden um mit einem Schlag. Also richtig tot, nicht so ohnmächtig. Das wäre nicht so schön. Oh. Heilung. 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 Nicht angreifen, solange jemand unter 80% ist. Und Rüstung. Good is new. Die im Treffer ist sie kaputt. So, da bist du. Oh, du bist fast tot. Sehr schön. Oh, Talana. Ganz schön zäher Kampf. Aber ich denke mal, wir haben echt Glück. Also wenn wir einen Ticken früher hergekommen wären, mit weniger Trefferpunkten, dann wären die halt alle gestorben mit einem Treffer. Und nicht ohnmächtig geworden. Dann hätten wir zigmal hin und her laufen müssen. Kipp um. Talana, keine Magie mehr. Das müssen wir ändern. So, du... So gut wie neu. So gut wie neu. Kann er nicht reparieren. Weil sie zu gut ist. Das ist ja so eine Drachenlederrüstung. Zieh das dann. So. Mana-Trank. Mana-Trank. Und töten. Haha. Kreuzritter. Hurra, der Drache ist bezwungen. Wahrlich echte Kreuzritter seid ihr. Von feinstem Schlage mit einer großen Tat als Leumund. Ich würde verweilen und eure Tapferkeit viel Lob singen, doch die Pflicht ruft. Wir werden uns wiedersehen, Kreuzritter. Held? Na, meine Kameraden in der Kreuzritterschaft. Ich weiß, euch dürstet nach neuen Taten, euer Wert und eure Fähigkeit als Kreuzritter Beweis zu stellen. Doch erst muss eine größere Herausforderung bezwungen werden. Zustimmen müsst ihr dem Pfade des Licht treu zu folgen, bevor ich euch weiter beistehen kann. Ist okay. Was hast du denn Schönes dabei? 200 Gold und ein Zweihänder. Ja. Wow. Heldenklinge Eissturm. 4d5 plus 8 Schaden plus 9 bis 12 Käteschaden. Wir können keine Schwerter benutzen. Ja. Okay, Drachenhort plündern. Haben wir eigentlich schon. Es lag zwischendurch Gold auf dem Boden, das haben wir eingesammelt. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist, aber gucken wir mal kurz. Also eigentlich müsste hier irgendwo ein riesiger Berg Gold sein oder was auch immer. Aber nee. Hat er wohl alles anderweitig versteckt. Oh, das ist nicht so ein Drache. Der sammelt irgendwas anderes. Ich klappe trotzdem mal sonst alle Wände ab, ob hier irgendwo was Verdächtiges rausragt, aber ich sehe nichts. Schade, schade. Oh, was ist hier? Nochmal hüpfen? Das sieht aus, wenn man darauf kommen sollte, aber da ist nichts. Ja, okay, raus hier. Beziehungsweise wir gehen erstmal... Draußen sind gleich die Trolle. Erstmal schlafen wir. Dann buffen wir wieder und dann versuchen wir ein, zwei Trolle zu erlegen. Danach geht es dann Richtung Trainingshalle. Hier vorne war ja gleich einer bei dieser Söldnerakademie, oder was auch immer das sein soll. Ich komme die Stufe nicht hoch. So. Weil wir müssten ein Level-Up bekommen haben. Durch das Kreuzritter werden. Wo zur Hölle ist der Ausgang? Da. So, schlafen, schlafen. Welche Uhrzeit haben wir? 2 Uhr. Schlaf, bis es hell ist. So, Auge. Heldentum. Fackellicht. Schild. So, das reicht erstmal. Wir haben euren Drachen umgebracht. Das ist denen egal. Okay. Weg, 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 weg. Ich würde gerne 1, 2 Winds umbringen. Flusstroll. Genau, du bist tot. Durch uns. Das sind auch alles Flusstrolle. Aha, 2 tot. Solange ich nicht rückwärts jetzt irgendwo reinlaufe, ist alles gut.
3 tot. Wir brauchen mehr Zauberpunkte. Das tut irgendwie weh. Oh, irgendwas Grünes ist hinter uns. Für Pfeile. Oh, ich glaube, die kämpfen für uns. Ja, Bogenschützen. Sehr schön. Dann plündern wir mal die Trollleichen. Zing, 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 zing. Und verschwinden einfach von hier. Nachdem wir Gold vom Boden mitnehmen. Noch mehr Gold. Das brauchen wir gleich alles für den Trainer. Wobei das wahrscheinlich immer noch einigermaßen übersichtlich ist, wie teuer was ist. Klick. Irgendwie mag mich das Spiel gerade nicht. Ruckelt ganz schön. Na gut, wir schleifen uns jetzt ruckelnderweise noch zum Trainer. Der genau das fehlende Glied. Sehr interessanter Name für einen Waffenhändler. Ah ne, Rüstungshändler. Okay. Ihr wollt ausgebildet werden. Jupp, Stufe 18, Stufe 19. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Achso, er hat 2 Stufen bekommen, weil er die Klasse war, die wir jetzt aufgestuft haben. Das heißt, es ist die erste Klasse, die wir auch wirklich benutzen. Sonst haben wir immer Klassen aufgestuft, die wir nicht benutzt haben, wie Mönch oder Bogenschütze oder was auch immer. Er ist jetzt Kreuzritter und kein Paladin mehr. Also, was kriegst du denn mal Schönes? Du kannst immer noch kein Meister werden, okay. So viel dazu, dass er jetzt Seelenmagie auf 7 bringt und dann vor ihr Tote auch erwecken sprechen kann. Das klappt so nicht. Er müsste jetzt nochmal aufsteigen vom Kreuzritter zu was auch immer. Aber dazu müssten wir erst gut oder böse werden. Und die Entscheidung ist noch ein bisschen hin. Also, was lernen wir jetzt mit dir? Waffenmeister, Überexperte macht für dich nicht ganz so viel Sinn. Kondition. Kannst du auf Meister bringen. Streitkolben. Ich denke Streitkolben. Da wird er zwischendurch mal im Nahkampf ordentlich Schaden machen können. Schild. Ja, zwischen Schild, Platte und Streitkolben teilen wir es mal auf. So, was ist mit dir? Du wolltest noch mehr Wassermagie oder Meditation? Meditation plus Erkennen wären 14 Punkte. Ja, nee. Aber ich glaube, ich gehe auf Meditation. Weil wir sind jetzt schon Meister und haben dann noch mehr ZP. Und wir haben gerade gesehen bei den Trollen, man braucht schon sehr viel Zauberpunkte. Du... Wir haben ebenfalls gesehen, dass wir Alchemie steigern müssen. Das wären 8 Punkte. Okay. Sobald wir einen Punkt über haben, wird Alchemie einmal gesteigert. Bei dir ebenfalls Meditation und Kette. So. Und schon mag mich das Spiel auch wieder. Sehr gut. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir haben den Drachen getötet. Wir haben. Oh, so gut auch wieder. Wir haben den Drachen geschüttet. Wir haben unsere Erfahrungspunkte umgesetzt. Wir haben Expertenplatte bekommen. Wir waren bei Lord Markhams Villa, aber haben nicht wirklich viel geschafft. Wir könnten nochmal rein. Also, wir könnten reinlaufen, einfach nur nach der Vase suchen. Und vielleicht eine Wache noch wieder umbringen. So ein bisschen Hit-and-Run-mäßig, aber das. Ist komisch. Ja, müssen wir gucken. Aber jetzt speichere ich erstmal ab und wir sehen uns dann gleich wieder.